Jo, moin, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja, wollen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Verfolgung, Duell Lamborghini gegen Porsche, das klingt doch sehr interessant. Ich hab Bock, Porsche zu fahren und dann wollen wir mal gucken hier. An und für sich sollte der Lambo ja theoretisch besser sein. Was dem Ganzen ein bisschen Würze verleihen dürfte vom Schwierigkeitsgrad her. Wollen wir mal sehen hier. Achso, den GT hätte ich auch fahren können. Okay. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Arschkarte mit dem neuen Elva hier. Aber mal gucken. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Mal sehen, wie das hier vonstatten geht. Wenn er meint. Den kriege ich jetzt nicht so easy, wa? Schauen wir mal. 46 an County, beende die Verfolgung. Angelegenheit zu gefährlich. Der Wagen ist schlichtweg auch schon viel besser, den der da hat. Gucken, ob wir das alleine mit Fahrweise wieder raushauen können. Fahrweise und können. Wird ja hoffentlich reichen. Sieht im Moment gut aus, auch wenn ich nicht wirklich großartigen Vorsprung habe, wie man auf der Karte sieht, aber erst das Erste, ne? Schweinebacke.
Nein! Kurz vor Schluss, ne? Was gibt's da nicht? 46 an County, der fährt über 180. Kann nicht wahr sein. So ein Shit. Dir wird die Bronzetrophäe verliehen. Immerhin, ne? Immerhin. Ich werde das jetzt aber mal versuchen. Wo kann ich das denn hier einstellen? Geht das bei der Wagenauswahl dann? Automatik, manuell. Ja, ist ja soweit schon mal so gut. Ich will mal selber schalten. Schauen, ob wir da was drauf kriegen hier. Müsste ich nur mal gucken. Hochschalten. Das nächste Dumme hier. Ich kann hier den Links nicht verwenden zum Schalten. Genauso wie die Hupentaste. Das ist natürlich affig. Muss ich die Schaltwippen halt nehmen. In der Hoffnung, dass ich das in Zukunft nicht mit was anderem verhakt. Das sah jetzt auf den ersten Blick auf die Schnelle nicht so aus. Probieren wir das Ganze nochmal. Ein bisschen mehr als Bronze sollte drin sein, oder? Also Silber zumindest. Schauen wir mal. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, ich muss jetzt definitiv mit zwei Händen immer fahren. Er zieht auf jeden Fall ganz nett weg, ne? Würde ich meinen. Das war wohl nix. Ich müsste diese Tasten vielleicht mal umrouten im Profiler. Das werde ich jetzt mal versuchen und dann gibt es halt noch eine weitere neue Aufnahme. Das schneide ich dann einfach da dran und dann ist gut.
Und ja, bis gleich quasi. Jo, herzlich willkommen zurück. Also ja, mit dem selber schalten. Das wird hier nichts mit dem Knüppel, weil dieses Plus und Minus dort, Taste 13 und 14, das wird vom Spiel nicht erkannt und umrouten kann ich es irgendwie auch nicht. Ziemlich bescheuert. Aber gut, gehen wir mal davon aus, dass dem einfach die Leistung fehlt. Und nehmen uns mal den GT hier und probieren das nochmal. Weil Bronze lasse ich nicht auf mir sitzen. Das geht mal gar nicht. Ich glaube, ich spinne hier. Also wieder mal ein Minuspunkt für das Driving Force GT. Von der Kompatibilität her. Nicht nur mit Linux, sondern jetzt halt auch mit einem älteren Need for Speed Teil. Das schmeckt mir gerade gar nicht. Muss ich mir vielleicht doch mal was anderes organisieren. Oh yeah! Holy shit, ey. Ja, das war definitiv auch eine Leistungsgeschichte jetzt. Weil jetzt habe ich schon Vorsprung, ne? Kommen, dass ich jetzt besser fahre als vorher, jedenfalls nicht nennenswert. Der Typ wird noch jemanden überfahren. Breche Verfolgung ab. 54 an County. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein silberner Porsche Carrera GT. 19 an County. Da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein silberner Porsche Carrera GT. Brauche Unterstützung. Ach Mann, scheiße. Macht euch weg. Macht euch rar. Was ist denn da? So ein bisschen aggressiver werden hier. Verdammte Scheiße. Jo. Na, klasse. Na, klasse.
Das ging ja gerade noch mal gut, oder? Achso, haben wir schon geschafft, ja, dann ist er gut. Gibt das ja jetzt sogar Gold, wa? Glückwunsch, du hast die Goldtrophäe gewonnen. So wollen wir das sehen und nicht anders. Jo. Alles klar. Dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hot Pursuit 2.